Die Hürde Neustrelitz wurde also gut genommen. 3 Punkte holten sich die Greifen erneut im Derby. Nun, eine Woche später, reisten die Torgeloren nach Berlin. Dort traf man auf den Berliner AK im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark vor einer Minuskulisse. Nur 121 Zuschauer wollten dieses Spiel sehen, darunter fast die Hälfte aus Torgelo bzw. Greif-Fans. Und mal sehen, wie sich die Torgelo aus dieser Affäre ziehen. Berliner AK, sie wollen aufsteigen, doch viel gerissen haben die Hauptstädter noch nicht. Zwar finden sie sich in der Spitzengruppe, doch der SV Babelsberg ist weit davon geeilt. Auch weil die Berliner selber unnötig Punkte ließen, überraschend. Und das wurde nicht wieder aufgesetzt. Den Verbündeten ein Bein stellen. Torgelo spielt dann recht gut mit hier. Eine Möglichkeit, Pankau versucht zu flanken, aber der Ball wurde noch abgeblockt. Der Gastgeber hatte diese Möglichkeit. Machiewicz konnte noch den Ball rechtzeitig. Der Luca! Im letzten Augenblick rettete da noch ein Berliner. Nächste Möglichkeit! Kevin klärte zur Ecke. Gestaltete sich das Geschehen ausgeglichener. Traschka da. Mit dem Ball am Fuß. Marke. Wieder Traschka. Wieder Marke. Und sauber, sauber. Macht er gut, ne? Was passiert? 1:0, Daniel Pankau, 22. Minute, und es hatte sich, wie kurz davor gesehen, angebahnt, als Marke schon fast frei durch war. Nun klappte es in der 22. Minute, die Führung. Aber die Freude währte darüber nicht lange. Nur wenige Minuten später glichen die Gastgeber wieder aus. Da sahen die Greifen ganz, ganz schlecht aus in der Abwehr. Und fast ungehindert trafen die Blau-Weißen. Schade also, die Führung war also wieder dahin. Möglichkeit nur Außennetz. Gott sei Dank. Sicht der Gäste. Berliner versucht erst nachzusetzen. Aber nicht konzentriert genug. Abschluss.
Erfolgreich gestört. Blockte Jager. Die Flanke ab. Konter. Auf. Sam Effelder. Die da stand. Abseits. Schade, schade. Dann war Halbzeit. Eine ordentliche Partie. Sahen die mitgereisten Fans dahinten verletzte sich. Aber er konnte weitermachen bis auf die Zähne. Und die zweite Halbzeit läuft. Freistoß von Marke ausgeführt. Geklärt. Keine Gefahr. Für den Gastgeber. Die natürlich hier die drei Punkte holen wollten, aber sich nicht gerade clever anstellte. Da eine Möglichkeit vom Pankow, der zwar zum Abschluss kam, aber noch gehalten wurde, aber der fünfte Schiedsrichter blieb aus, kein Strafstoß, obwohl dieser berechtigt wäre. Mit der 19. Flanke. Etwas zu lang. Dann macht der Greiftrainer Eckart Merzke Alexander Allard für Michael Kortula. Der vielleicht nochmal neuen Schwung nach vorne entfachen kann. Kjellwitsch konnte diesen Ball im Nachfassen sichern. Und der Berliner AK versuchte Druck zu machen. Torlo stand recht gut in der Abwehr. Hier nächste gute Szene. Glück. Nur 10 Minuten mal im Spiel schon. Musste er verletzt. Wieder raus. Die Fans waren bis hierher zufrieden, wie wir eben sahen. Feiern die Mannschaft. Hofft dann vielleicht sogar noch auf eine ähnliche Szene, die ja, Halbzeit 1 zum Tor führte. Mittlerweile Schlussphase in einem durchschnittlichen Spiel, das von der Spannung lebte, und es blieb beim 1:1. Torgelor waren zufrieden. Mit vielleicht etwas mehr Glück war sogar ein Sieg möglich, aber dieser eine Punkt war auch viel wert. Und die Greifen haben somit ihren Mittelfeldplatz gefestigt. Und hoffen natürlich in den nächsten Spielen weitere Punkte. Danke. Hallo, hallo. Schön, das zweite Mal. War schön. Ja, Spiel. So. Ja. Ja.